Fluchtrucksack und Fluchtsituation. Ein momentan aktuelles Thema, was sicherlich viele bewegt. Und wenn du wissen willst, was ich dazu zu sagen habe und wie meine Meinung aussieht zu dem ganzen Thema, dann würde ich vorschlagen, bleib einfach dran. Hallo und herzlich willkommen bei Buschkrab Pfalz. Mein Name ist Uwe Köhler und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, heute möchte ich ein etwas sensibles Thema ansprechen und das natürlich auch angeknüpft an die aktuelle politische Weltlage oder die politische Lage in Europa und da natürlich auch mit dem speziellen Blick in die Ukraine und den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Ich werde jetzt hier kein politisches Statement abgeben zu der ganzen Geschichte. Aber ich denke, das ist ein Thema, was viele momentan bewegt. Und daraus resultierend natürlich auch der Gedanke, was passiert, wenn der schlimmste Fall eintritt und Deutschland jetzt in Kriegshandlungen verstrickt wird. Und was tue ich dann, wenn es zu einer Notsituation kommt oder, wie eingangs schon gesagt, zu einer Flucht? Situation, das heißt, ich muss mein Haus verlassen, ich muss weg aus irgendwelchen Gründen auch immer. Das ist das eine Thema, ein aktuelles Thema auch natürlich, und da spulen wir einfach mal ein Stück weiter zurück. Das ist beispielsweise die Flutkatastrophe im Ahrtal. Das ist jetzt beispielsweise eine andere Seite einer Fluchtsituation, nämlich dass ich von Naturkatastrophen flüchten muss und da muss man allerdings auch schon mal dazu sagen, das eine ist noch ein bisschen vorhersehbar. Überraschende Naturkatastrophen ist schon wieder eine andere Geschichte, was die Vorhersehbarkeit betrifft. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gut bin ich vorbereitet? Und über das Thema möchte ich heute mit euch sprechen. Ich möchte euch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, euch zeigen, was ich so alles zur Vorbereitung gemacht habe. Und ich habe mir das Ganze auch noch mal ein bisschen aufgeschrieben, weil es ist doch schon relativ viel und ich möchte auch, wenn es geht, nichts vergessen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei und schaut euch das Ganze an. Der erste Punkt, den ich mir notiert habe hier auf meinem Zettel, und da muss ich sagen, ich habe mir viele Videos angeschaut in den vergangenen Monaten und auch davor zum Thema Flucht, Rucksack, Bug-out Bag. Never come back, inch, was auch immer man zu dem Ganzen sagen möchte. Ich möchte es jetzt mal als Notfallsituation bezeichnen. Und da gab es viele Videos, die ich mir angeschaut habe. Und was mir persönlich aufgefallen ist, es ist nie irgendwo auch ganz speziell mal drauf eingegangen worden, was kann es denn überhaupt für Fluchtsituationen geben? Und nicht jede Fluchtsituation ist die gleiche. Also ich rede jetzt hier nicht davon, dass die Schwiegermutter am Wochenende zu Besuch kommt und ich muss flüchten oder der Gerichtsvollzieher hinter mir her ist. Nein, es geht da schon um schwerwiegende Situationen. Ja, ich habe mich jetzt mal auf zwei, sage ich jetzt mal, typische Fluchtsituationen konzentriert. Zum einen ist es natürlich militärische Konflikte, also Kriegskonflikte, wie wir es aktuell in der Ukraine haben. Und zum anderen sind es Naturkatastrophen, wie wir sie im Ahrtal hatten. Zwei gänzlich grundverschiedene Dinge. Klar, beim einen geht es um Naturkatastrophe, beim anderen geht es um Krieg. Das ist jetzt die einfachste Definition. Aber nein, bei dem einen, und da nehme ich jetzt mal die Flutkatastrophe im Ahrtal, die ist punktuell bedingt. Das heißt, im Ahrtal war eine Überschwemmung. Wenn ich es geschafft habe, da wegzukommen, dann konnte ich dieser Naturkatastrophe entfliehen. Ich bin in einen sicheren Bereich gekommen und ich konnte mir da relativ sicher sein, dass mich die Gefahrensituation dort nicht einholt. Jetzt auf der anderen Seite haben wir die Fluchtsituation militärische Konflikte. Da sieht das Ganze schon ganz anders aus. Da fliehe ich oder ich flüchte in irgendein Gebiet, wo ich der Meinung bin, okay, da bin ich relativ sicher. Der Unterschied zur Naturkatastrophe ist ganz einfach. Der militärische Konflikt kann mich einholen, indem einfach, sage ich jetzt mal, die feindlichen Kräfte vorrücken
und ein Gebiet nach dem anderen einnehmen und ich meine Fluchtsituation, Entschuldigung, meine Fluchtsituation immer fortsetzen muss. Das heißt, ich muss immer wieder flüchten, 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 bis irgendwann die Gefahrensituation zum Stocken gekommen ist oder komplett aufgehört hat. Bei einer Naturkatastrophe sieht das natürlich gänzlich anders aus und das sind auch zwei grundverschiedene Ausgangssituationen, die man sich natürlich bei seinen Überlegungen, wie bereite ich mich vor, mit einfließen lassen muss. Die nächste Überlegung, und da muss ich sagen, da bin ich von vielen, vielen, vielen Videos schon maßgeblich enttäuscht. Wenn ich mir diese anschaue, dann kommt mir das immer vor wie so eine Ein-Mann-Armee. Das ist mein Fluchtrucksack, das ist mein Bug-Out-Bag und wenn ich flüchte, dann mache ich das so und so und so. Ja, verdammt nochmal, 2/3 der deutschen Bevölkerung sind keine Single. Ich bin kein Single, ich habe eine Familie. Das heißt, bei meiner Überlegung, was mache ich mit meiner Familie? Lasse ich die hier sitzen und mache mich aus dem Staub oder muss ich meine Familie mitnehmen? Und es ist selbstverständlich, dass man, wenn man eine Ehefrau hat, dass in einer Fluchtsituation die Ehefrau dabei ist. Was mache ich, wenn Kinder dabei sind? Was mache ich mit den Haustieren? Als Beispiel, ein Bekannter von mir, mit dem ich das Vergnügen hatte, schon mal Jungfüchse einzufangen, der bei der Berufstierrettung Unterland, nennt sich es glaube ich, dabei ist, beziehungsweise die gegründet hat, ist jetzt aktuell in der Ukraine, um beispielsweise zurückgelassene Haustiere aus den Gefahrenzonen rauszuholen und sie entweder in die nächsten Tierheime zu bringen oder sie wieder den Besitzern zurückzugeben. Und das ist auch eine Überlegung, die ich mir beispielsweise machen muss und viele andere auch. Was mache ich mit meinen Haustieren? Lasse ich meine Haustiere zurück, was für mich sicherlich nicht in Frage kommt? Oder nehme ich meine Haustiere mit? Was hat das für eine Auswirkung auf meine Fluchtsituation? Vor allem, was hat das für eine Auswirkung auf meine, ja, auf meine Vorbereitung, auf mein Gepäck? Was muss ich mitnehmen? Worauf muss ich achten? Wie flüchte ich? Halten die Tiere mich auf? Wie halten die Tiere mich auf? Wie komme ich vorwärts? Das sind alles Dinge, die ich so bei vielen Videos eigentlich vermisse. Noch viel schwieriger ist die Situation, wenn ich Kinder habe. Haustiere und Hunde, wenn ich die rennen lasse, die kommen auch notfalls alleine zurecht. Aber Kinder kann ich nicht einfach rennen lassen. Die Kinder sind auf uns Eltern angewiesen. Ich persönlich habe jetzt keine Kinder, aber das ist eine sehr schwierige Geschichte. Nicht nur, was die Vorbereitung der Flucht betrifft oder der Fluchtsituation, sondern auch, wie gehe ich mit den Kindern um während der Flucht? Die sind zum einen nicht so schnell wie wir Erwachsene. Die haben eine ganz andere Situationseinschätzung wie wir. Vielleicht sehen die Kinder nicht die Ernsthaftigkeit wie wir. Und das kann in einer Fluchtsituation durchaus zur Problematik kommen. Und da muss man sich wirklich überlegen, gehe ich die Fluchtsituation ein, indem ich mein Zuhause verlasse? Oder sage ich, okay, ich habe Kinder, pflegebedürftige Personen, die ich so nicht mitnehmen kann. Rollstuhl, bettlägerig, Eltern, was auch immer. Gehe ich die Fluchtsituation ein, ja oder nein? Oder bleibe ich vor Ort und versuche vor Ort das Beste aus der Situation zu machen? Das sind Dinge, die man sich überlegen muss, bevor man in dieses Thema reingeht und Vorkehrungen trifft. Das ist für mich persönlich eine ganz wichtige Geschichte. Lieber vorbereitet sein und nicht brauchen, als überrascht werden und man hat sich nicht vorbereitet auf das, was kommt. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, Vorbereitung. Kann ich mich auf so eine Situation überhaupt vorbereiten? Ist das möglich? Ich sage, ja, ich kann. Ich kann nicht alle Eventualitäten aus dem Weg räumen, aber man kann sich vorbereiten. Zum einen kann ich mich vorbereiten, indem ich für mich entscheide, wie verhalte ich mich bei einer Fluchtsituation. Bleibe ich vor Ort, weil ich gezwungen bin, vor Ort zu bleiben? Wie schon angesprochen, Kinder, vielleicht Haustiere, pflegebedürftige Leute. Dann muss ich mich so vorbereiten, dass ich vor Ort, wo ich bin, jetzt hier beispielsweise in meinem Keller, in meinem Zuhause, dass ich da Vorkehrungen treffe, um eine gewisse Zeit, eine gewisse Distanz, ja, einfach überleben zu können. Und
Ja, ich erinnere mich noch vor ein paar Monaten oder vor ein, zwei, drei Jahren, da ging das Thema Brapping durch die Medien, durch die Presse. Und ja, ich sag mal, der Tenor war durch die Bank so, ja, das sind alles Spinner. Man hat sogar die Leute in eine rechtsradikale Ecke gestellt. Und ja, ich glaube, spätestens jetzt nach der Corona-Geschichte, wo ja nun Otto Normalverbraucher schon zum Prepper geworden ist, allein schon durchs Klopapier horten. Sorry, wenn ich es einfach so sagen muss, aber es ist so. Ich glaube, spätestens jetzt nach Corona und der Geschichte mit der Ukraine ist der Blick auf diese Prepper-Geschichte eine ganz andere geworden. Das heißt, jeder von uns sollte ein bisschen zu einem Prepper werden. Und wenn ich mich entscheide, in einer Fluchtsituation zu Hause zu bleiben oder ich muss zu Hause bleiben, muss ich mich vor Ort hier entsprechend vorbereiten. Dazu werde ich jetzt aber nichts sagen, weil ich bin kein ausgesprochener Experte, was das Prepping betrifft. Da gibt es sicherlich bessere Kanäle als mein jetzt. Ich beschränke mich jetzt auf die Fluchtsituation und wie ich mich da entsprechend verhalten würde. Und ich möchte es nochmal dazu sagen, wie ich mich verhalten würde. Es gibt zig andere, die es vielleicht anders machen und eine andere Meinung dazu haben. Das, was ich heute präsentiere, ist ausschließlich meine Meinung, meine Erfahrungswerte aus dem militärischen Bereich, wie ich reagieren würde. So, das Thema Fluchtsituation hatte ich angesprochen. Kinder, Familie, pflegebedürftige Haustiere habe ich angesprochen. So, jetzt kommt für mich der nächste Punkt, den ich mir überlegen muss. Und zwar, wenn ich in eine Fluchtsituation komme, wie flüchte ich? Da gibt es für mich zwei Varianten. Zu Fuß oder ich bin motorisiert. Das ist, glaube ich, abhängig, ja. A, natürlich von der Situation, wie viel Zeit habe ich, und B, wo lebe ich? Das bedeutet, wohne ich jetzt wie ich hier auf dem Land, dann habe ich durchaus die Möglichkeit, mit einem Fahrzeug zu flüchten, weil ich keine Angst haben muss, dass die nächsten Straßen so dermaßen verstopft sind, dass ich mit dem Auto überhaupt gar nicht vorwärts komme, sondern dass ich zu Fuß sicherlich schneller unterwegs wäre. Die nächste Überlegung ist auch, wie bewege ich mich fort? Wie schnell bin ich gezwungen, zwischen mich und der Gefahrensituation eine gewisse Distanz hinzubekommen? Wenn eine Gefahrensituation auf mich zukommt, die ich schon, sag ich mal, einen gewissen Zeitraum vorher ja erahnen kann, so wie jetzt beispielsweise der Ukraine-Konflikt, war ja eigentlich vorherzusehen, dass früher oder später die russische Armee einmarschiert. Dementsprechend hatte ich Vorlaufzeit und hatte die Möglichkeit, doch einen relativ weiten Abstand zwischen Gefahr und Sicherheit, hinter mich zu bringen. Da hat man auch sicherlich die Möglichkeit, motorisiert vorzugehen. Steht jetzt eine Gefahrensituation vor der Tür und ich nehme jetzt da wieder die Ahrtal-Situation, die relativ schnell kommt und überraschend kommt, haben viele nicht mehr die Möglichkeit, mit dem Fahrzeug zu flüchten. Und manchmal ist es auch nicht wirklich clever, mit dem Auto zu flüchten. Da ist es zu Fuß einfach ja besser. Und da komme ich auch zum nächsten Punkt. Wenn ich flüchte, ja, zu sagen, wohin, das ist schwierig, weil man kann ja nie irgendwo abschätzen, aus welcher Richtung kommt jetzt die Gefahrensituation. Aber man kann abschätzen, wo bewege ich mich überwiegend. Wohne ich jetzt wieder hier, wie ich im ländlichen Bereich, dann werde ich mich mit Sicherheit überwiegend ja im Wald bewegen, weil der Wald ist 500 Meter von mir entfernt. Da werde ich nicht in die andere Richtung rennen, weil es unwahrscheinlich ist, dass eine feindliche Macht oder Kraft, wie auch immer, sich durch den Wald kämpft, wenn sie von der anderen Seite unbeschwert herankommt. Das heißt, da werde ich sicherlich in den Schutz des Waldes flüchten und werde dann überwiegend im Wald unterwegs sein. Wohne ich jetzt in einer Großstadt und der nächste Wald ist kilometerweit entfernt, ja, dann werde ich mich wahrscheinlich überwiegend im urbanen Bereich aufhalten. Ja, was natürlich auch wichtig ist, zu berücksichtigen, wenn es darum geht, welche Ausrüstung nehme ich mit. Ja, bevor ich jetzt zum Thema ja, Ausrüstung komme,
nochmal eine Geschichte, die ich schon oft gehört habe, beziehungsweise die Frage, die oft gestellt wurde, auch in anderen Videos, die auch unterschiedlich beantwortet wurde, ist die Frage, ist körperliche Fitness wichtig, wenn ich beispielsweise in so eine Situation komme? Ich beantworte die Frage jetzt mit einem klaren Ja. Es ist, wenn ich zu Fuß unterwegs bin und ich muss ziemlich schnell eine große Distanz zwischen die Gefahrensituation und einen vermeintlich sicheren Bereich bringen, dann muss ich entsprechend körperlich fit sein. Bin ich nicht körperlich fit, brauche ich vielleicht die doppelte Zeit oder ich schaffe nur die halbe Strecke, wie wenn ich jetzt körperlich fit wäre. Also ich denke mal, da braucht man nicht um heißen Brei rumreden. Bin ich nicht körperlich fit, werden einige Dinge wesentlich schwerer von der Hand gehen. Adrenalinstoß hin oder her, aber auch der lässt irgendwann nach. Und ich sage es mal, ich kann aus dem alten Traktor keinen Sportwagen machen, wenn ich nicht die entsprechende Rahmenbedingungen dafür habe, das heißt die entsprechende Fitness. Bitte nicht falsch verstehen, wir müssen keine Leistungssportler sein. Unter körperlicher Fitness verstehe ich einfach, dass man in der Lage ist, sag mal, eine gleichbleibende Geschwindigkeit über einen möglichst langen Zeitraum aufrecht zu erhalten, ohne dass ich dann anschließend Sauerstoffzelt brauche oder vielleicht sogar einen Herzklabaster krieg und Todumfall. Zum einen, wenn man in einer Gruppe, ob Familie oder wie auch immer, flüchtet, hat man auch sicherlich eine gewisse Verantwortung. Und einfach eine körperliche Fitness, so eine Grundfitness ist für mich persönlich, gut, ich arbeite in dem Bereich, vielleicht bin ich da ein bisschen vorbelastet, ist eine Grundfitness für mich eigentlich so eine Geschichte, die ein bisschen was auch mit Verantwortung für sich zu tun hat und auch in diesem speziellen Fall auch für andere. Jetzt kommt der eine oder andere natürlich und schreibt bestimmt in den Kommentar unten rein, ja, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ist es ja völlig egal, ob ich körperlich fit bin. Ja, aber irgendwann ist es Sprit alle oder irgendwann geht es mit dem Auto einfach nicht mehr weiter, weil die Straßen verstopft sind, weil es die Straße vielleicht nicht mehr gibt, was auch immer. Und spätestens dann bin ich dazu gezwungen, zu Fuß unterwegs zu sein und dann ist eine körperliche Fitness wieder relevant. So Freunde, wenn euch auch mein Geblabber vielleicht zuvor nicht so ganz interessiert hat, kommen wir sicherlich jetzt mal zu einem etwas interessanteren Part, nämlich dem Part Ausrüstung. Was nehme ich mit? Rucksack, Bekleidung und so weiter. Und da habe ich schon die dollsten Dinger gesehen in vielen, vielen Videos, wo mir persönlich eigentlich die Haare zu Berge stehen und wo ich mich ernsthaft frage, hat die Person sich wirklich Gedanken darüber gemacht, in was für Situationen kann man denn kommen? Was ich anziehe, welche Bekleidung, welche Ausrüstungsgegenstände, da kommen wir jetzt erstmal gleich dazu. Jetzt müssen wir erstmal eine grundlegende Frage stellen oder eine grundlegende Frage nicht stellen, sondern klären. Wie viel Rucksäcke nehme ich mit? Ganz dumme, banale Frage. Bin ich alleine? Klar nehme ich einen Rucksack mit. Bin ich mit Frau unterwegs, Lebensgefährdin? Nehme ich einen Rucksack, nehme ich zwei Rucksäcke mit? So, ein ganzer Mann, dank Schabbi, würde sagen, ja, Schätzchen, ich nehme den Rucksack, ich trage den Rucksack, das ganze Gepäck, du läufst immer schön hinterher. Jo, im Schwäbischen sagt man scheiße Bächle. Würde ich nicht machen. Ja, zunächst mal ist natürlich geteiltes Gepäck nur... die Hälfte an Last, die ich selbst schleppen muss. Dementsprechend komme ich auch schneller voran. Und das andere, und das ist für mich eigentlich das Maßgebliche, was passiert, wenn man getrennt wird? Spielen wir die Situation mal durch. Wir flüchten zu Fuß. Oder erst mit dem Auto, dann zu Fuß. So, es kommt zu irgendeiner Situation, ein Tumult, eine größere Menschenmenge. Und wir wissen alle, wenn Menschen in Panik geraten, ist es wie eine Elefantenherde. Da ist kein Halten mehr. So, jetzt sind wir mitten in so einer, in so einer Situation drin. Da ist es ganz, 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 ganz schnell passiert, dass man getrennt wird. Ich habe das einmal erlebt auf einem Konzert.
jetzt muss ich mal ein paar Jahre zurückspulen, da war ich noch ein bisschen jünger, auf dem Michael Jackson Konzert. Voll bis unters Dach und das Konzert war zu Ende. Natürlich, gesittetes Verlassen war nicht möglich, das heißt, alle sind zu den Ausgängen gestürmt. Massen eng gedrängt und man selber ist zwischendrin. Da ist es gar nicht möglich, jemanden an der Hand zu halten, weil die Wucht und die Energie durch dieses Schieben ist so groß, dass man zwangsläufig getrennt wird. Und das kann in einer Fluchtsituation genauso auch passieren. Also sollte man sich Gedanken machen, was passiert, wenn wir getrennt werden? Da macht es wenig Sinn, wenn der Mann ja, heroisch den einzigen Rucksack trägt mit der ganzen Ausrüstung und die Frau rennt dann irgendwo alleine rum und hat nichts. Das heißt, allein da ist es schon wichtig, dass man die Ausrüstung trennt. Das, was die Frau benötigt, kommt in den Rucksack. Das, was der Mann benötigt, kommt in den Rucksack. Essen, trinken, dementsprechend auch. Sodass, wenn eine, sag mal, Situation kommt, wo man getrennt ist, dass jeder auch alleine ja, in der Lage ist, durchzukommen. Natürlich ist es da auch wichtig, dass man irgendwo vorab ja, Treffpunkte festlegt, wo man sich dann wieder, wenn man getrennt wird, trifft. Ob das drei Ortschaften weiter ist, ob das irgendein speziellen Punkt ist, den man gemeinsam kennt, das muss jeder für sich selber festlegen. Wichtig ist nur, dass es festgelegt wird. Nicht, dass der Mann nach A rennt und die Frau denkt, ach ja, ich renne mal nach B. Und beide sitzen dann da und warten, bis der eine zum anderen kommt. Das wird nicht funktionieren. Also da müssen gemeinsame Punkte festgelegt werden. Und dann sollte auch natürlich, und das ist wichtig, und ich weiß, in einer Gefahrensituation, und ich weiß, wovon ich spreche, ist es schwierig, solche Dinge im Kopf zu behalten. Und da hat man, und das muss ich ganz klar sagen, als Militär ganz, ganz deutliche Vorteile, weil das nämlich bis zum Exzess trainiert wird und wie die Bushcraft-Fähigkeiten und Fertigkeiten, wenn man die nicht regelmäßig trainiert, dann vergisst man die. Trainiert man die regelmäßig, gehen sie in Fleisch und Blut über. Ich kann heute noch blind das G3 zerlegen und zusammensetzen, Funktionsüberprüfung durchführen, das mit verbundenen Augen und ich weiß genau, was ich tue. Aber das habe ich auch ja, fast 10 Jahre regelmäßig gemacht und dementsprechend funktioniert es auch. Und dasselbe ist dann auch mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, wenn es darum geht, mal mit einem Feuerstahl umzugehen, wenn es darum geht, mit einem Feuer zu machen, wenn es mal darum geht, ein Shelter zu bauen, egal was. Üben, 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 üben. Das nur mal so nebenbei. Also, wir sind uns einig, zwei getrennte Gepäcke. Diese Rucksäcke, und das sage ich auch gleich, die sollten auch parat stehen. Es bringt nichts, wenn ihr ja, kurz vor der Gefahrensituation anfangt, eure Rucksäcke zu packen und dann die Sachen zusammensuchen müsst. Sondern diese Rucksäcke sollten fertig gepackt sein. Und die sollten auch so gepackt sein, ja, dass sie langzeitlagerungsfähig seid und ihr nicht jede Woche aufmachen müsst, weil irgendwelche verderblichen Lebensmittel da drin sind und ihr die austauschen müsst. Also ihr müsst da schon langfristig planen, wenn ihr sowas vorbereitet. Ja, bevor ich zum Inhalt komme, ach so ja, und zur Information. Ich werde das Ganze, was ich hier bespreche, auch mit Zeiten versehen und unten einmal reinschreiben in die Beschreibung unten, damit, wenn einer jetzt nicht das Vorgelaber sich anhören möchte, dass er dann zu den entsprechend für ihn wichtigen Punkten springen kann. So, bevor ich zum Inhalt des Rucksacks komme, erstmal zu dem Äußeren, nämlich die Bekleidung. Und da, Leute, auch da muss ich sagen, spreche ich wieder als Militär, da sehe ich die dollsten Dinger. Jetzt spiele ich mal eine Situation durch. Ich nehme jetzt einfach mal wieder die Gefahrensituation durch einen militärischen Konflikt. So, ich muss flüchten, bin vielleicht nicht schnell genug. Die Gefahr holt mich ein. Das heißt, ja, der Aggressor, nennen wir es mal so, holt mich ein. Ich sitze in einem Gebiet fest, der jetzt ja, besetzt wurde. Und ich muss damit rechnen, dass ich in Straßenkontrollen komme, Personenkontrollen komme, dass man mich durch Zufall aufgreift, dass man mich entdeckt, was auch immer. So. Und jetzt sehe ich dann welche, die Videos machen und stehen da mit einem, ja, ich glaube, wenn ich sage mit einem
Olivgrün Tasmanian Tiger, vollgepackt bis oben hin. An der Seite so eine Machete drin stecken. Das ist ihr Bug-Out-Bag und ihr Survival-Rucksack. Oder wie ich hier stapelweise Militärrucksäcke von der britischen Armee, von der US-Armee, noch groß US-Armee hinten drauf getackert. Ich habe Tannklamotten an, Kampfstiefel an, vielleicht noch ein langes Messer am Gürtel. Es gibt auch noch, ich muss sie als Spinner bezeichnen, es gibt auch noch Spinner, die sich dann das Gesicht anmalen oder noch so eine Gesichtsmaske bis oben hin haben. So, und die werden jetzt aufgegriffen von einer Patrouille, bei einer Personenkontrolle oder an einem Checkpoint oder was auch immer. Ja, was glaubt ihr denn, was da passiert? Also wenn sie nicht gleich von Weitem erschossen werden, weil sie denken, da kommt irgendein Paramilitär um die Ecke, dann werden sie spätestens bei der Kontrolle aus dem Verkehr gezogen. Und warum, ist ganz einfach. Und da spreche ich jetzt als Soldat. Stehe ich da, habe ein Checkpoint oder ich muss Personen kontrollieren und ich greife einen auf, der so ausgestattet ist, der Militärausrüstung an sich hat, dann gehe ich doch automatisch davon aus, dass derjenige militärisch geschult ist. Und wenn jemand militärisch geschult ist und er gehört nicht zu mir, dann gehe ich doch automatisch davon aus, ja, dass der zum Gegner gehört. Und für mich ist doch jemand, der vermeintlich aussieht, als wäre er militärisch geschult, doch eine Gefahrenquelle. Das heißt, den ziehe ich auf jeden Fall aus dem Verkehr. Ob er jetzt wirklich geschult ist oder nicht, spielt in dem Moment überhaupt gar keine Rolle. Ihr geht damit eine unnötige Gefahr ein. Und das muss eigentlich nicht sein, weil das kann man nämlich vermeiden, indem man schlicht und ergreifend keine Tarnklamotten anzieht, sondern ganz normale, unauffällige Zivilklamotten. Eine Jeanshose, eine Regenjacke, völlig unauffällig. Ich nehme, was weiß ich, den Mickey-Maus-Rucksack von der Tochter, jetzt mal ganz dumm gesagt, aber einen unauffälligen Rucksack, der nicht mal annähernd vielleicht nach Militär aussieht. Das ist eigentlich das Geheimnis, wenn ich irgendwo auf der Flucht bin. Und nicht wie ein Paramilitär durch den Wald zu springen, mich wahrscheinlich auch noch verstecken. Ich baue mir wahrscheinlich im Wald auch noch einen militärischen Unterstand und dann werde ich entdeckt. Ja, und dann ist die Kacke im Dampfen. So, und dann komme ich jetzt gleich mal zu dem, was vielleicht sicherlich für viele das Wichtigste ist, das Messer. So, ich zeige euch jetzt mal ein Messer. Einmal, zweimal, dreimal. So, das ist die Kategorie an Messer, die ich bei den meisten, also ich sage jetzt mal gut und gern bei 70-80% der Videos, die ich mir anschaue, sehe. Das Kampfmesser der US Army. Zwar Nachbau, aber völlig scheißegal, es ist ein Kampfmesser. So, das findet man bei mir, wenn ich kontrolliert werde. Oder sowas hier, auch typisches, ja, militärisches Kampfmesser. Und wenn mich nicht alles täuscht, stattet Gerber, glaube ich, auch das US-Militär aus. Nur mal so nebenbei. Und ihr dürft feindliche Kräfte nicht für dumm verkaufen, die kennen sich aus. Oder sowas hier. Das sind für mich Messer, was ein absolutes No-Go ist für eine Fluchtsituation und vielleicht für ein Fluchtgepäck. So, ich wäre eher der Fan für sowas. Ne? Hat zwar, sag ich mal, ist zwar erdfarben, aber das ist jetzt kein Stechermesser, das ist kein militärisches Messer, das ist ein normales Gebrauchsmesser. Sowas. Oder idealerweise sowas. Ne? Damit kann ich, wenn ich jetzt nicht gerade der Top-Elite-Soldat bin, kann ich damit höchstens mal ein Butterbrot schmieren oder ja, eine Schnur durchschneiden. Das wird aber nicht als Gefahr angesehen, im Gegensatz zu sowas. Also gleich vorab, für mich, und das ist meine felsenfeste Meinung, das no, nicht in ein Gepäck. So, und jetzt kommen wir zum wesentlichen Inhalt, zu einem Fluchtrucksack, Fluchtgepäck, Notgepäck. Ich werde euch jetzt nicht hier einen kompletten Rucksack vollgepackt zeigen, sondern ich zeige euch einige wichtige Dinge, die ich vorbereitet habe. Es gibt andere, die es anders machen. Das ist nur mal ein Anhalt, wie man es machen kann, nicht wie man es machen muss.
und Dinge, die für mich einfach wichtig sind, was in so einen Rucksack reingehört. Für mich ist die Anforderung an die Ausrüstung so, dass sie langzeitlagerungsfähig ist. Das heißt, ich packe heute den Rucksack beispielsweise, stelle den Rucksack möglichst neben den Eingang, nämlich da, wo ich am schnellsten vorbeirenne und flüchte. Ich kann mir den Rucksack schnappen, pack mir den hinten drauf und ab durch die Mitte, ob jetzt motorisiert oder zu Fuß, völlig pups egal. Das bedeutet für mich aber auch, dass die Dinge, die da drin sind, möglichst lange haltbar sind und möglichst lange lagerbar sind. Ob das jetzt Essen ist, ob es Bekleidung ist, ob es Hygieneartikel sind, ob es Wasser ist, egal was, es muss lang haltbar sein, sodass ich nicht jede Woche, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, reingucken muss, muss das Butterbrot rausholen, weil es Schimmel angesetzt hat, oder das Wasser ist grün geworden, weil es Moos angesetzt hat, whatever. Es muss langzeitlagerungsfähig sein. Ich habe für mich eine Lösung gefunden, die für mich persönlich ja eigentlich die beste Lösung ist, weil ich gerne meine Ausrüstung individuell zusammenstelle. Es gibt Firmen und Portale und es gibt ein schönes Video von der Vanessa Blank, wo sie so eine Fluchtsituation darstellt. Aber auch da ist sie alleine unterwegs und ich weiß, sie hat Kinder und auch Tiere. Ich glaube nicht, dass die Vanessa Blank alleine flüchtet, wenn sie losrennt. Aber sie hat einen Rucksack dabei gehabt, der war wirklich komplett fertig gepackt. Kann man sich kaufen, kostet um die $350. Der ist für so eine Situation gemacht und da ist alles drin verpackt. Ja, auch Dinge, die man jetzt vielleicht nicht braucht, kann man sich kaufen. Ich wollte es nicht. Ich wollte es für mich individuell zusammenstellen. Weil ich auch jetzt nicht so diese 0815-Situation habe, wie es vielleicht jemand anderes hat. Die erste Frage, die ich für mich geklärt habe oder die wir geklärt haben, weil es gibt ja ein Wir, nämlich mich und meine Frau, ist ja das Thema, wie viel nehmen wir mit und wie lang möchten wir mit dieser Ausrüstung über die Runden kommen. Für mich als Militär ganz klar 2 Tage. Ich habe Ausrüstung, Trinken, Essen für 2 Tage. Nicht mehr und nicht weniger, weil ihr dürft das Gewicht und die Masse, also das Volumen, nicht unterschätzen. Wenn ihr nicht einen 100-Liter-Rucksack mit euch mitschleppen möchtet, der bis oben hin gefüllt ist, ja, dann müsst ihr Abstriche machen. Dann müsst ihr mal ein bisschen frieren, dann müsst ihr auch mal ein bisschen hungern, und vielleicht auch mal ein bisschen Durst erleiden. Aber 2 Tage, das war für mich immer so der Zeitraum, wo ich sage, da muss ich über die Runden gekommen. In 2 Tagen muss ich möglichst weit weg sein. In 2 Tagen muss ich möglichst in einigermaßen sicherem Gebiet sein. Und nach 2 Tagen muss ich mir einfach überlegen, wie es weitergeht. So, und jetzt fange ich einfach mal an. Für mich eines der wichtigsten Dinge und auch für andere sollte eines der wichtigsten Dinge sein, Wasser. Ich habe mir für 50 €, und das ist gut investiert, weil das kann man auch für die Küche verwenden und dann ist auch die Frau damit zufrieden, für 50 € ein Vakuumiergerät geholt. Und die nochmal für weitere, ich glaube, 20 € die entsprechenden Tüten dazu, so wie diese hier jetzt. Und ich habe alle meine Ausrüstungsgegenstände, die ich mitnehme, eingeschweißt. Das heißt, luftdicht, da ist kein Sauerstoff drin, wo kein Sauerstoff rankommt. Dann hält das Ganze auch länger und es vermodert nicht. Hier beispielsweise eine Portion Wasser. Das sind jetzt 500 Milliliter Wasser, innen drin verpackt in jeweils 100 Milliliter Packungen. Es ist reines Trinkwasser, es ist nicht aufbereitet und das ist jetzt beispielsweise haltbar bis Oktober 2026. Also da muss ich jetzt die nächsten 4 Jahre erstmal nicht reinschauen, ob das Wasser jetzt abgelaufen ist oder nicht. Das hält auf jeden Fall schon mal eine ganze Weile. Es gibt auch andere Wasserrationen, die sind ewig haltbar. Muss ich aber fairer halber dazu sagen, die kosten das Dreifache von dem, was die hier kosten. Ich habe für einen Karton mit 20 Liter Wasser, lasst mich lügen, 50 € oder sowas bezahlt. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich versuche es nochmal zu verlinken unten, damit ihr da einen Anhalt habt. Das ist jetzt von ration1.de, ganz normales Trinkwasser.
Da habe ich jetzt erstmal hier zwei Packungen. Das heißt, ein Liter Wasser. Natürlich entsprechend zu wenig. Da müssen noch mindestens noch mal vier, also mindestens so 6 bis 8 Packungen müssen das sein. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, ich klappe das jetzt mal zusammen. Wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, das ist jetzt nicht gerade platzsparend. Ihr könnt auch Flaschen mitnehmen. Dann nehmen wir mal 2 Liter pro Person pro Tag. Dann nehmt ihr eine Literflasche mit, vielleicht in Plastik oder Glas. Das nimmt auf jeden Fall mehr Platz weg als das hier. Also 2 Liter habe ich jetzt einfach mal geplant. 1 Liter pro Tag. Es ist wenig. Man kann es vielleicht noch mal ein bisschen aufstocken, wenn man ein bisschen mehr schleppen möchte. Aber maximal wie 3 Liter würde ich jetzt nicht mitnehmen. Ganz ehrlich, dann lieber noch mal einen Wasserfilter mitnehmen und schauen, dass ich vielleicht unterwegs noch mal Wasser bekomme. Das soll auch nur als wirklich, sage ich jetzt mal, Notration verwendet werden. Der nächste Punkt ist Essen. Da habe ich jetzt nicht mein persönliches Essen, aber für die Hundebesitzer habe ich hier beispielsweise Hundefutter. Das ist jetzt eine Portion für 2 Tage. Und das auch nur für einen Hund, wohlgemerkt. Ich habe 2 davon. Das heißt, ein Teil müsste ich tragen, ein Teil müsste meine Frau tragen. Das ist Trockenfutter. Also ich würde jetzt bitte keine Dose mitnehmen. Das wiegt einmal zu viel und nimmt zu viel Platz weg. Das ist eingeschweißtes Trockenfutter. Das wiegt kaum was. Vom Platz her ist es noch vertretbar und damit kann man zumindest 2 Tage mal zu Rande kommen, um entsprechend auch seine Tiere, wenn man die dann mitnimmt, zu versorgen. Wie vorhin schon gesagt, Hunde kommen notfalls auch alleine zurecht. Ich meine, der Hund ist ein Jäger, der kann sich auch anderweitig versorgen. So, die menschliche Nahrung, also das Essen für uns, da habe ich jetzt hier nichts dran liegen, weil das ist, glaube ich, eine sehr, sehr individuelle Geschichte für jeden Einzelnen. Nichtsdestotrotz gebe ich euch den ein oder anderen Tipp. Für mich beispielsweise die beste Nahrung, die man mitnehmen kann und die platzsparendste Nahrung, ist für mich schlicht und ergreifend wirklich eine ganz hundsordinäre Kraftbrühe. Das heißt, Brühwürfel oder in Pulverform mitnehmen. So eine Packung mit 250 Gramm Inhalt als Pulver kann ich beispielsweise 9 Liter Kraftbrühe herstellen. Und wenn ich unterwegs bin, wenn ich wenig Flüssigkeit habe, wenn ich Hunger habe, wenn ich Energie brauche, ist für mich eine Kraftbrühe eigentlich das Beste, was man zu sich nehmen kann. Wenn man das vielleicht nochmal kombinieren kann mit eingeschweißten Nudeln oder sowas, so chinesische Nudeln, die man einfach nur ins heiße Wasser schmeißt, die man vorher nicht stundenlang kochen muss, dann reicht das für mich persönlich als Nahrung aus. Jetzt kann man sich natürlich dieses Tactical Food zulegen und das gibt es ja zuhauf, kostet eine so eine Packung 12 Euro. Für mich ist das viel Geld, würde ich persönlich nicht ausgeben. Oder man nimmt die Decathlon-Nahrung, die kostet 5 Euro. Da habt ihr dann aber 3 Packungen, Frühstück, vielleicht Mittag und Abendessen, wenn man denn luxuriös pflichten möchte. Aber für 2 Tage sind das mindestens 6 bis 8 Packungen, die ihr mitschleppen müsst. Das ist A, Gewicht, wobei das Trockenzeug jetzt nicht so viel wiegt. Aber es ist Volumen, was ihr im Rucksack anderweitig nutzen könnt. So eine eingeschweißte Packung mit Fleischbrühe nimmt keinen Platz. Das ist kein Platz weg, das kann ich notfalls in die Seitentasche, in die Beintasche stopfen. Also das wäre für mich jetzt beispielsweise eine Alternative, um 2 Tage über die Runden zu kommen. Ein paar eingeschweißte Glasnudeln und eingeschweißte Kraftbrühe in Kombination mit ein bisschen Wasser. Einmal schön warm machen, weil man nimmt ja auch ein bisschen Sachen mit, um kochen zu können. Auch das ist eine individuelle Geschichte. Ich würde den Bundeswehr S-Bit-Kocher mitnehmen. Ich weiß, das ist Militärmaterial, aber so ein kleiner S-Bit-Kocher, das macht noch lang kein Militärmaterial aus.
Da gibt es mit Sicherheit schlimmere Dinge. Ich nehme eine Pfanne vielleicht mit oder irgendeinen Behälter, einen Becher, wo ich das Ganze warm machen kann. Vielleicht auch eine Gaskartusche und ein kleiner Brenner mit dabei. Das kann jeder für sich selber raussuchen, was er da machen möchte. Aber es sollte natürlich definitiv was dabei sein. Fleischbrühe, Wasser nützt mir nichts, wenn ich es nicht warm machen kann. Was ich persönlich noch dabei habe, das ist zumindest mal hier eingeschweißte Teebeutel. Das sind so, ich glaube, 7, 8 Stück. In einer Gefahrensituation oder in einer Stresssituation kann es sehr hilfreich sein, wenn man ein heißes Getränk hat, einen heißen Tee hat. Das wärmt zum einen von innen und zum anderen ist es auch, trägt es erheblich zur Stimmungsaufhellung bei. Das darf man mal nicht unterschätzen. Und daher habe ich das für mich persönlich dabei. Das kann eingeschweißt bleiben, das geht nicht kaputt, die kann ich ewig haltbar machen. Das nächste, was ich dabei habe, ist der Part Hygiene. Für mich habe ich das so geregelt: Ich habe hier einmal eingeschweißt eine Zahnbürste, Zahncreme, ein Block Seife. Warum Seife, kein Duschgel? Ein Block Seife hilft, nicht hilft, Entschuldigung, hält 10-mal so lang wie so eine kleine Packung Duschgel. Oder ich muss da eine Riesenpackung Duschgel mitnehmen. Da habe ich einen kleinen Seifenblock. Der reicht mir locker 2 Wochen, um mich zu waschen. Wenn ich mich jetzt nicht gerade wirklich von großen Zeh bis zur letzten Haarspitze komplett einseife, sondern da rede ich wirklich tatsächlich von der Katzenwäsche. Was ich dabei habe, auch nicht zu unterschätzen, zumindest mal ein bisschen Toilettenpapier. Hygiene ist in einer Fluchtsituation nicht zu unterschätzen. Und ich habe dabei ein Mikrofaserhandtuch, ein kleines, um sich dann entsprechend auch abzutrocknen oder mal irgendetwas abzuwaschen, wofür auch immer man das Ganze braucht. Ich habe das Ganze eingeschweißt, damit auch keine Bakterien an die Zahnbürste rankommen und das alles auch trocken bleibt. Das heißt, ich könnte meinen ganzen Rucksack nehmen, kann ihn ins Wasser schmeißen und alles, was ich dann nachher raushol, ist dann trocken. Und das, was nicht trocken ist, das kann zumindest nass werden und ist nicht schlimm. Der nächste Part ist der Part Feuer bzw. Licht. Da habe ich zum einen zwei große Kerzen, die man für alles Mögliche verwenden kann. Ob es jetzt dazu dient, dass ich mich unter einer Rettungsdecke warm halten muss oder ob ich Licht brauche. Und auch Licht ist eine Geschichte, die in einer Notsituation nicht zu unterschätzen ist. Licht ist immer ja, ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von Geborgenheit. Und daher ist Licht wirklich eine elementare Geschichte, auch für den Kopf. Ich habe hier zwei Kerzen, zwei große. Ich habe hier zwei Teelichter, die man zum Feuer anmachen, wie auch immer, verwenden kann. Ich habe hier ganz normale große Streichhölzer und darin, man kann es hier vielleicht ein bisschen erkennen, durch das Zusammenziehen beim Vakuumieren, sieht man hier dann auch ein Feuerzeug. Das heißt, ich habe hier auch ein Feuerzeug drin und ich habe hier oben Ersatzbatterien drin und diese Ersatzbatterien habe ich für diese Taschenlampe. Und wenn der eine oder andere sich jetzt fragt, warum habe ich die Batterien hier außen ran gemacht und nicht innen rein, ist ganz einfach hier wieder Thema Langzeitlagerung. Packe ich die Batterien hier innen rein, es kommt vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit hier rein, dann fangen die Batterien oft an zu oxidieren. Und sind die oxidiert oder laufen aus oder was auch immer, ist die ganze Taschenlampe im Eimer. Und wenn ich dann wirklich mal die Taschenlampe brauche, dann ist sie kaputt. Daher ist die Taschenlampe innen drin leer. Da kann nichts auslaufen, nichts oxidieren oder korrodieren oder was auch immer. Wumms. So, Moment. So, weiter geht's. Und daher, auch die Batterien können sich nicht entleeren, ne? Irgendwann ist da auch mal Schicht, auch wenn sie nicht benutzt werden. Daher habe ich die Batterien hier außen ran gemacht mit ein bisschen BW-Klebeband. Und wenn ich sie brauche, zack, mache ich die weg, stecke sie rein und dann ist Entschuldigung, die Lampe auch entsprechend einsatzbereit und daher habe ich die außen ran gemacht. Ja, wie erkläre ich das am besten? Jetzt kommt der ein oder andere und sagt, ja, ich habe eine Taschenlampe, die funktioniert mit USB-Anschluss und ich nehme ja meine Powerbank mit.
mit Solar und da brauche ich keine Batterien, kann ich mir Gewicht sparen und jo. Ja, stimmt mit Sicherheit. Zum einen aber, und das ist die Geschichte Strom. Ich brauche immer Strom oder ich brauche immer Licht. Ist die Powerbank im Arsch, auf gut Deutsch, dann ist sie kaputt, dann ist auch Schluss mit Licht. So, wenn ich aber eine Batterie habe oder eine Taschenlampe mit Batterie, ich bin auf der Flucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo vielleicht ein paar Ersatzbatterien bekomme, ob es jetzt irgendwo in einem verlassenen Haus oder was auch immer ist, relativ groß oder größer, wie dass ich jetzt irgendwo hingehe, einen Stecker reinstecke und der Hoffnung bin, dass aus dieser Steckdose Strom rauskommt. Warum? Wenn ich mir jetzt die aktuelle Situation anschaue in der Ukraine, dann ist es einer der militärischen Ziele der russischen Armee, beispielsweise die vor Ort ansässigen Kraftwerke unter Kontrolle zu bringen. Weil wer die Kraftwerke unter Kontrolle hat, kontrolliert auch das Stromnetz. Und es gibt nichts Schlimmeres und nichts Demotivierendes, wenn ich dem Gegner den Strom, den Saft abdrehe. Was ja eigentlich das Ziel ist, weil 99,9% aller Dinge heutzutage funktionieren mit Strom, sind digital. Und wer die Kontrolle über den Strom hat, über die Energie, der hat meistens auch die Kontrolle über zumindest über 50% aller Dinge, die in diesem Land geschehen. Und daher ist es recht unwahrscheinlich, dass man irgendwo auf einer Flucht gerade Glück hat, eine Steckdose zu bekommen, wo Strom noch rauskommt. Es sei denn, die Infrastruktur funktioniert noch und ist weitestgehend vorhanden, was aber relativ unwahrscheinlich ist. Ich persönlich möchte mich darauf nicht verlassen. Ich verlasse mich auf zwei Batterien, beziehungsweise, wo haben wir es? Da haben wir es. Auf vier weitere Batterien. Und damit komme ich gut 2 Tage zu Rande und dann kann ich mir kurz vorher Gedanken machen, wie geht's weiter. Und wenn es mit den Batterien und Licht nicht mehr weitergeht, habe ich zumindest noch 2 Kerzen, die auch ziemlich lang haltbar sind. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, mir ein Feuerchen zu machen. Also bitte verschont mich mit irgendwelchen USB-Geräten, mit irgendwelchen GPS-Geräten. Ich sag's euch, wie es ist. Die einfachste Variante ist in einer Gefahrensituation, in einer Fluchtsituation immer noch die beste Variante. So, jetzt kommen wir mal zum Part Bekleidung. Da zeige ich euch jetzt 2 kleine Dinge. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, welche Hose ich anhabe, welche Jacke ich anhabe. Das ist auch immer situationsabhängig und Jacken und Klamotten liegen bei mir immer bereit. Aber was ich so mit in den Rucksack reinnehmen würde, wäre zum Beispiel mal eine frische Unterbüchse und frische Socken. Macht man nie was verkehrt, wiegt nichts, nimmt keinen Platz weg. Sollte ich mal nass werden, habe ich zumindest die Möglichkeit, nochmal was zu wechseln. Und allein auch schon aus hygienischen Gründen und wie gesagt, das Thema ist nicht zu unterschätzen in so einer Situation, würde ich nochmal Ersatzunterwäsche mitnehmen. Genauso wie ich auch ein Ersatzshirt mitnehme. Hier habe ich jetzt ein Langarmunterhemd mit Rollkragen, was ich anziehen kann. Und diese 2 Sachen habe ich definitiv erstmal bei mir in meinem Gepäck drin. Wie gesagt, wiegt nichts und nimmt nicht viel Platz weg. Jemand anderes nimmt vielleicht noch ein bisschen mehr mit, weil er auf Bekleidung seinen Schwerpunkt legt. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich zeige jetzt nur mal so das, was ich jetzt so im Schwerpunktmäßig mitnehmen würde. Der nächste Punkt, auch ganz wichtig, ist natürlich, wie auch bei uns, wenn man rausgeht zum Bushcraften, das Thema Erste Hilfe. Ich habe mir hier extra ein Erste Hilfe Set gekauft. Dafür habe ich bezahlt 25 Euro, glaube ich, ist eine Empfehlung der Malteser bei Amazon. Und das ist zum einen wasserabweisend bzw. wasserdicht und auch so eine Hartschale geht also auch nicht gleich kaputt. Und da ist wirklich alles drin, was man braucht, vorgefertigt.
Ich habe es noch ergänzt mit Wasseraufbereitungstabletten. Für mich auch ein wichtiger Part, weil der ist jetzt hier nicht mit drin. Ansonsten habt ihr hier immer alles dabei, Rettungsdecken, alles drum und dran. Und bevor ich da jetzt hingehe und bastel mir selber irgendwas zusammen und vergesse nachher etwas, habe ich diese 20 bzw. 25 Euro investiert, um mir ein, ja, sag ich jetzt mal, wirklich so ein kleines, aber wirklich top ausgestattetes Erste-Hilfe-Set einfach zugelegt. So, jetzt kommen wir auch schon mal zum Ende hin. Ich hoffe, das Video wird jetzt auch nicht ewig lang. Ich befürchte zwar, dass es wahrscheinlich über eine Stunde läuft, aber ich gucke, wo ich nochmal ein bisschen was ja, wegstreichen kann, wo ich vielleicht ein bisschen zu viel gelabert habe. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Wie ich schon mal in einem ein oder anderen Video gesagt habe, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, werde ich auch nicht den Weg finden, wo ich hin möchte. Und da komme ich zu meinem Lieblingsthema, nämlich das Thema Orientierung. Und da gehört für mich zwangsläufig dazu, dass ich Kartenmaterial dabei habe. Jetzt kommt wieder, ich muss es wieder sagen, jetzt kommt wieder der eine oder andere und sagt, ja, wie soll ich denn Kartenmaterial mitnehmen, wenn ich nicht weiß, wo ich hinflüchte? Ja, ich bin zu Fuß unterwegs. Es ist unwahrscheinlich, oder mit dem Auto. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, ist es unwahrscheinlich, dass ich innerhalb 2 Tage 100 Kilometer zurücklege, und dafür Kartenmaterial brauche für den Umkreis von 100 Kilometer. Relativ unwahrscheinlich. Wenn ich zu zweit bin, wird es wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher, wenn ich noch Kinder dabei habe. Völlig utopisch. Bin ich mit dem Auto unterwegs, habe ich vielleicht Glück, dass ich ja, diese 100 Kilometer überrunden kann. Dann sage ich, okay, ja, dann muss man vielleicht auch ein bisschen weiterführendes Material mitnehmen. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich denke mal 80% wird dann doch zu Fuß stattfinden. Und dann glaube ich, ist eine Karte im Maßstab 1 zu 50.000 in einem Umkreis vielleicht von ja, maximal 100 Kilometer völlig ausreichend, um mich entsprechend zu orientieren. Wenn es darüber hinausgeht, brauche ich jetzt vielleicht nicht zwangsläufig eine Karte, weil wir sind hier nun mal in Deutschland und ja, da kann man sich auch noch mit anderen Dingen orientieren. Ne? Da stehe ich ja nicht mitten im Wald und weiß nicht, wo Osten, Westen, Norden ist, sondern da stehe ich dann vielleicht im urbanen Bereich und ich kann ungefähr abschätzen, ah, okay, da geht's, was weiß ich, nach Frankfurt, da geht's nach München, da geht's, was weiß ich wohin, da ist es einfacher, sich zu orientieren. Daher Kartenmaterial für, sage ich jetzt mal, der unmittelbare Umkreis, wo ich mich in einer Fluchtsituation bewegen würde. Und dann natürlich ganz, ja, ganz wichtig und unablässig ist für mich immer noch der ganz normale Kompass. Bitte verschont mich mit GPS-Geräten. Alles, was stromabhängig ist, ist völlig, für mich völlig ja, unpraktikabel in einer Not- und Fluchtsituation. Kompass, ganz normal. Ich brauche dafür keine Sonne, ich brauche dafür kein Solar, ich brauche dafür keine Steckdose. Das Ding funktioniert immer und überall. Grundvoraussetzung ist es natürlich, wie bei allen anderen Dingen, ich muss wissen, wie ich damit umgehe. Ein Kompass mitzunehmen bringt herzlich wenig, wenn ich nicht weiß, wie ich mit einem Kompass umgehe. Das fängt an vom Karteneinordnen. Übrigens kann ich euch da auch meine Videos verlinken, die ich mal gemacht habe. Maschkompass, Nordermittlung, ja, also alles, was so zum Thema Orientierung dazugehört. Entschuldigung, Bezugspunktverfahren, also alles drum und dran. Für mich, vor lauter Reden bin ich schon heißer, für mich gehört das auf jeden Fall unabdingbar mit dazu, genauso wie die Fähigkeit, damit umzugehen. Das nächste, und das hatte ich auch schon mal im Video angesprochen, für mich auch ganz wichtig, ein Fernglas. Ob man da jetzt so ein kleineres mitnimmt oder vielleicht ein größeres, was ich auch scharf stellen kann, das geht bei dem jetzt nicht. Bei dem habe ich eine Schärfe, fertig, aus. Und ich kann auf diese Distanz kann ich sehen. Wenn ich weiter weggehe, wird es verschwommen. Gehe ich weiter hin, wird es verschwommen. Also das ist nur dazu da, um wirklich über eine fixe Entfernung etwas anzuschauen.
Aber es ist auf jeden Fall völlig ausreichend, wenn ich unterwegs bin in einer Fluchtsituation und in einer Gefahrensituation. Und es ist jetzt ja eine Situation, wo ich gegebenenfalls auf ja, Hindernisse treffe oder Kräfte treffe, die mir jetzt nichts Gutes wollen. Dann habe ich zumindest immer die Möglichkeit, eine gewisse Distanz im Vorweg zu sehen, was los ist. Mit den Augen sieht man eine gewisse Dinge, aber mit einem entsprechenden Fernglas kann ich zumindest mal detailgenau auf eine bestimmte Entfernung mir ein Bild machen, was erwartet mich, was weiß ich, 500 Meter vor mir, wenn ich ein größeres habe, vielleicht ein Kilometer vor mir, wie auch immer. Und ich habe eine ganz andere Gefahreneinschätzung und auch vor allem eine ganz andere Einschätzung der vor mir liegenden Strecke, des vor mir liegenden Geländes oder was erwartet mich. Also daher diese drei Dinge, Kompass, Karte, Fernglas, gehört für mich auf jeden Fall in die Langzeitlagerung, in einen Fluchtrucksack mit rein. So, der letzte und wirklich letzte abschließende Punkt. Zwei Punkte sind es. Zum einen natürlich die persönliche Bekleidung. Habe ich vorhin was dazu gesagt. Dazu gehört natürlich auch Regenschutz. Jetzt bitte nicht unbedingt den US-Poncho mitnehmen. Normale Regenjacke, die bei mir jetzt beispielsweise hier im Eingang hängt. Das heißt, ich laufe hier vorbei, zack, schnapp sie mir, ziehe sie an, hau mir den Rucksack hinten drauf und dann geht's ab. Wie ihr das macht, weiß ich nicht. Das müsst ihr für euch selber eine Regelung finden. Und dazu gehört natürlich der Schutz vor Witterung. Da unterscheide ich zum einen, bin ich im urbanen Bereich unterwegs. Dann gibt es da immer die Möglichkeit, irgendwo einen Unterschlupf zu finden, wo es trocken ist und vielleicht auch warm. Bin ich im Wald unterwegs, ist es schon ein bisschen schwieriger. Da bietet sich ein Tarp an oder eine ganz normale, handelsübliche Plane aus dem Baumarkt. Je nachdem, was man da mit reinpacken möchte. Es sollte natürlich auch platzsparend sein und es sollte Multi-Use sein. Das heißt, ich sollte die Dinge auch für mehrere Sachen verwendbar sein. Dann natürlich auch das Thema Schlafen. Eine Isomatte, ja, würde ich bevorzugen, wenn sie wenig Platz wegnimmt. Und bitte vergisst eines nicht. Wir sind in einer Notsituation unterwegs, in einer Gefahrensituation und wir sind nicht auf dem Weg ins Ritz. Das sollte dann, oder da kann auch mal ein Steinchen pieksen, da kann es auch mal ein bisschen kalt und ein bisschen nass werden. Also das ist das geringste Problem, was wir in diesem Moment dann haben. Daher Isomatte, klein, fein, keinen großen Platz wegnehmen, dann ist es auch okay. Schlafsack definitiv würde ich mitnehmen. Warmer, erholsamer Schlaf ist, glaube ich, in so einer Situation extrem wichtig. Und da würde ich aber auch schauen, dass ich einen relativ neutralen und zivilen Schlafsack mitnehme. Jetzt nicht gerade den Hightech Militärschlafsack von irgendeiner Spezialeinheit. Wie gesagt, Fremdkräfte sind nicht dumm, die können sowas schon relativ schnell erkennen. Ich habe hier so einen normalen Zivilschlafsack von Husky bis minus 22 Grad extrem und ich glaube bis minus 15 Grad ist er noch bei Komfort. Reicht vollkommen aus, ist jetzt auch nicht riesig und den kann ich noch mit in den Rucksack ranpacken. Der sieht auch relativ unauffällig aus. Da kommt man noch überall auch entsprechend mit durch. Das sind also die Dinge, die ich auf jeden Fall nochmal so zusätzlich mitnehmen würde. Oder vielleicht eine Wolldecke kann man auch immer noch mit reinpacken. So, und jetzt kommt wirklich, wirklich, wirklich fast der letzte Punkt. Eine Sache, die habe ich vergessen und die möchte ich nochmal ansprechen. Jodtabletten. Für diejenigen, die wissen, was mit Jod anzufangen ist, die wissen, was ich meine. Ich möchte es jetzt nicht ausführen, weil das würde das schon in einen Bereich reinkommen, der ist nicht für jedermann schön. Und ich will jetzt hier auch keine Horrorszenarien verbreiten. Jodtabletten sollten mit dabei sein. Ein Motto, lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Mehr sage ich dazu nicht. Strich drunter. Jetzt aber wirklich, wirklich, wirklich der letzte Punkt, nämlich persönliche Papiere. Und da hört bitte ganz genau zu. Das, nicht das Schlimmste, aber das Schwierigste, was im Ahrtal im Nachhinein war, ist die Ersatzdokumentation, also die Ersatzdokumentbeschaffung. Jetzt habe ich es, nicht Dokumentation, sondern die Ersatzdokumentbeschaffung.
Das bedeutet, solche banale Dinge wie Personalausweis, Reisepass, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde und so weiter. Das war ein echtes Problem im Nachgang nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, diese Dokumente zu beschaffen. Da war die Infrastruktur der Behörden deutlich überlastet und überfordert und das hat ewig gedauert. So, jetzt ist das, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eine regionbedingte Notfallsituation und betrifft nicht den Rest des Landes. Nehme ich jetzt so eine Situation wie, ich muss es wieder nehmen, die Ukraine, dann ist das keine Region, sondern dann ist es eine landesübergreifende Notsituation. Und was glaubt ihr denn, wie schwierig es da sein wird, Ersatzdokumente zu bekommen? Und wenn ihr nicht nachweisen könnt, dass ihr derjenige, welches seid, der ihr vorgebt zu sein, dann seid ihr auf gut Deutsch am Arsch. Ihr könnt dann viel behaupten, aber wenn ihr hier in Deutschland eure Papiere verliert, seid ihr geliefert und ihr kriegt keine Ersatzdokumente. Daher ganz, 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 ganz wichtig, und ich sage es extra ganz explizit dazu, eines der wichtigsten Punkte, macht euch Kopien von eurem Personalausweis, macht euch Kopien von eurer Heiratsgeburtsurkunde, macht euch sogar Kopien von eurer Scheiß-Bankkarte. Scheißegal, lieber haben und nicht brauchen als umgekehrt. Macht euch vor allem Kopien von euren ja, Ausbildungsnachweisen, Berufsausbildung, Zeugnisse. Ihr müsst davon ausgehen, dass ihr im Falle eines Falles wieder von Null anfangen müsst. Und dann müsst ihr nachweisen, das kann ich, das bin ich. Ganz einfach. Daher macht euch davon Kopien. Ja, und ich sage es nochmal, ich habe es vorhin schon beim Thema Digitalisierung und USB und Powerbank gesagt. Papier, die älteste Form der Dokumentation, na, nach der Steinplatte. Aber Steinplatte wollt ihr ja nicht mit rumschleppen. Die älteste Form der Dokumentation und die funktioniert immer. Ob Strom da ist, völlig scheißegal. Licht braucht ihr vielleicht zum Lesen, ja. Aber ansonsten funktioniert die immer und man kann es immer lesen. Ein USB-Stick, den kann ich in den Rechner reinschieben. Und wenn auf der anderen Seite kein Strom aus der Steckdose kommt, könnt ihr euch den an die Backe nageln. Das heißt, USB-Stick könnt ihr zur Sicherheit mitnehmen. Vielleicht habt ihr Glück und es ist irgendwo ein digitales Medium da, was diesen USB-Stick einlesen kann. Ja. Aber ein Stück Papier, allemal besser. Und wenn ihr hingeht und das Ganze jetzt noch ein bisschen auf die Spitze treiben möchtet und auch wirklich 100% sicher sein wollt, nehmt ihr diese Kopien und die Originale, geht zu einem Notar und lasst euch die ganzen Kopien notariell beglaubigen. Oder ihr lasst sie euch auf der nächsten Gemeinde, wenn die das machen, einen Stempel drauf machen, damit die Echtheit der Kopie bestätigt wird. Und dann werdet ihr auch bei jeder Kontrolle, ob es Freund oder Feind ist, immer in der Lage sein, glaubwürdig zu versichern, ich bin derjenige welche. Und wenn noch ein offizieller Stempel dran ist, dann wird das meistens auch akzeptiert. Daher ist das wirklich elementar wichtig, dass solche Dinge mit in eurem Fluchtgepäck oder Notgepäck, wie ihr es nennen möchtet, mit dabei drin ist. So, Punktum, das war's. Ich bin am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt vielleicht ein paar neue Sichtweisen mitbekommen, wie andere es vielleicht anders machen und wie ich es mache. Ich habe es ein bisschen auch aus der militärischen Sicht beleuchtet, weil man muss sich auch ein bisschen in die andere Hälfte versetzen. Ne? Das heißt, wie reagiert beispielsweise ja, der Gegner, der Aggressor, wie auch immer. Und was würde ich in dem seiner Stelle denken und machen? Und ich habe euch gezeigt, wie ich an die ganze Geschichte rangehe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Schreibt mir unten rein, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht gefallen hat. Seid mir bitte aber so lieb. Kritik ist immer super, weil nur mit Kritik kann man sich weiterentwickeln. Aber schreibt mir nicht irgendeinen Scheiß unten rein. Von wegen drei Worte und ein Fragezeichen, Punkt, Punkt, Punkt oder irgendwas. Und ich habe keinen blassen Dunst, was ihr damit meint. Schreibt rein, was euch nicht gefallen hat. Begründet das auch immer bitte und schreibt rein, was ihr anders machen würdet.
Ich antworte drauf, sage jawohl, du hast recht, da habe ich einen Fehler gemacht oder das kann man auch so und so machen, das übernehme ich gerne oder ich sage, nee, das ist Quatsch. Ich kann es dann auch begründen, warum es Quatsch ist. Also schreibt das bitte unten rein. Ein Abo, Bombe und die Glocke anklicken, damit ihr informiert werdet, wenn die nächsten Videos rauskommen. Ansonsten, wie immer, lasst euch nicht entmutigen. Das Ganze hier ist nur eine Vorbereitung. Macht euch einmal Gedanken drüber, streicht das dann aus eurem Kopf und lasst euch nicht kirre machen. Ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, wie alles hier, bin nicht davon überzeugt, dass wir in so eine Notsituation kommen, dass wir flüchten müssen. Wir werden vielleicht wirtschaftliche Einbußen haben, die haben wir ja nun jetzt auch schon. Ob die jetzt kriegsbedingt sind oder ob die jetzt regierungsbedingt sind, das lasse ich dahingestellt sein. Aber wir haben jetzt, man fährt an die Tankstelle, man sieht es schon. Dann streicht das aus dem Kopf, lasst euch nicht kirre machen. Bleibt mir aber bitte alle gesund und trotz allem wünsche ich euch weiterhin alles, alles Gute und viel, viel Spaß in der freien Natur. Und denkt dran, üben, 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 trainieren, trainieren, trainieren. Und wenn ihr es in die Spitze treibt, drill, drill, drill. Bis dahin, alles Gute, euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.